Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute zeige ich euch wieder etwas aus dem Hause Otto Hutt. Ja, Otto Hutt ist ja ein ja doch in Deutschland bekannter Hersteller luxuriöser Schreibgeräte. Und da habe ich schon das ein oder andere Modell gehabt, immer als Leihgabe, ja. Auch jetzt hier in diesem Falle, der Otto Hutt Design 07 ist ja so, also einer von den Grail Pens, die ich für mich persönlich meine Auswahl getroffen habe. Ja, ich habe ihn auch schon bereits bestellt, also ich bekomme quasi das gleiche Modell, was ihr jetzt hier gleich sehen werdet, noch einmal für mich selber. Aber im Vorfeld habe ich schon einmal als Leihgabe vom lieben Clemens, einem Zuschauer von mir, diesen wunderschönen Füller zugeschickt bekommen. Ja, er hat mich gebeten, das Review baldmöglichst zu machen, damit er seinen Füller wieder baldmöglichst wieder zurückbekommt. Ja, und weil ich immer dankbar dafür bin, wenn meine Zuschauer mir ja quasi helfen, meinen Kanal so ein bisschen zu füllen mit Content, will ich natürlich auch versucht sein, ja, den Bitten zu entsprechen und die Videos auch zeitig zu machen. So, und deswegen fange ich auch gleich an. Der Otto Hutt, der kommt in dieser typischen, ja, Otto Hutt Schatulle. Ja, ich habe ja schon ein paar Otto Hutts hier vorgestellt. Kommt in dieser leicht schimmernden, leicht matt glänzenden, ja, fast schon so perlig so ein bisschen, Pappschachtel von Otto Hutt. Ja, mit dem Otto Hutt Symbol hier oben drauf, ja. Ist an der Seite nur hineingeschoben. Das bedeutet, wir können die Schachtel hier einfach herausziehen. Und dann haben wir die eigentliche Schachtel hier, ja, wo dann der Füller drinne sitzt. Ja, ist auch jetzt nichts Besonderes, nichts besonders Hochwertiges, aber auch nichts Minderwertiges. Halt einfach eine schöne Pappschachtel, wo sich der Hauptinhalt hier eben befindet, wenn wir den Deckel hier so also abziehen oder hochziehen, dann sehen wir dann dieses wunderschöne Stück. Ja, da drinnen liegt der Otto Hutt Design 07. Er gibt es in mehreren Varianten, Sterling Silber und auch welche, die sind gefertigt aus Messing, die dann überzogen sind mit einer Schicht Platin oder platiniert, rodiniert, wie auch immer. Wenn wir den Füller jetzt hier so herausnehmen, kann man schon sehen, das schönste Merkmal, das ist dieser Glanz. Ja. Ist ja nicht aus Sterling Silber, das bedeutet, der ist nicht so empfindlich wie Füller aus Sterling Silber im Vergleich jetzt hier mit dem Waldmann Manager. Da kann man auch sehen, dass die Farbe etwas dunkler ist. Ja. Die Farbe nennt sich transparent schwarz, ja, also ist eigentlich eher so ein, ja, platiniert halt eben, ne, würde ich sagen, wunderschön. Vom Material her ist ja hier die Kappe und der Body aus Messing gefertigt. Das macht das Ganze ein bisschen widerstandsfähiger. Zwar nicht ganz so krass wertvoll wie jetzt Sterling Silber, aber ist auch vollkommen egal, weil ich finde, das Design selber von dem Otto Hutt Design 07 ist grundsätzlich schon ziemlich schön. Ja. Fange ich mal hier oben bei der Kappe an. Da haben wir hier auf der Kappe das Otto Hutt Symbol quasi. Die Kappe hier oben ist gerade abgeschnitten. Ja, ein, finde ich, stimmiges Design auch in Bezug auch dazu, dass der Body hinten so verjüngend und nicht ganz so krass abgeschnitten hier dargestellt wird. Sehr schön. Der Clip. Ja, also für jemanden wie mich sehr brauchbar. Lässt sich zwar nur in einem bestimmten Maße ja, quasi dehnen oder hochziehen. Es ist aber auch okay, weil das ist so ein Füller, der kostet neu auf der Otto Hutt Homepage so um die 600 €. Also eine Preisklasse, wo ich jetzt finde, man trägt das nicht unbedingt am Hemd. Also das ist schon ein Etui-Füller, würde ich sagen. Ja, auch ein ganz schöner Klopper.
Das zeige ich euch gleich. Auf der Kappe und auf dem Body haben wir so ein eingulochiertes Rillenmuster. Sieht auch sehr, sehr stimmig aus. Und auf dem Kappenband ist hier eingelasert. Das sieht für mich eingelasert aus. Otto Hood und Germany. Ja, was bedeutet ein Füller, der in Deutschland ja, quasi hergestellt wird, ist auch so von allen Specs sehr absolut auch vergleichbar mit Füllern von Waldmann. Da würde ich sagen, die beiden Hersteller, die geben sich gegenseitig nichts, die spielen beide so in einer Preisliga, in einer Qualitätsliga. Ja, und so wie auch bei den meisten luxuriösen Füllern haben wir ja auch eine Kappe zum Abschrauben. Die Kappe öffnet in noch nicht einmal mehr einer Umdrehung. Ja, also ich bin noch nicht ganz oben mit dem Clip und schon lässt sich die Kappe abziehen. Ja, unter der Kappe befindet sich dann hier quasi das schönste Stück am Füller selber, nämlich die Feder. Eine wunderschöne Goldfeder. Hier 18 Karat Gold Bicolor. Das bedeutet also, dass wir hier so eine Mischung aus, also klar, ne, die ganze Feder ist aus Gold, aber hier in dem Fall, ich mache mal ein bisschen Zoom hinein, vielleicht ein bisschen so, ne, Moment. Ja, was halt eben bedeutet, dass wir einen gewissen Teil der Goldfeder auch wirklich sehen und der Rest, der eher so silbrig schimmert, das ist dann der Teil der Feder, der galvanisiert wurde. Ja, da gibt es auch bei Waldmann ein Video, wo man sieht, wie man das macht oder wie das gemacht wird bei diesen Goldfedern. Sehr, sehr schön. Ja, von der Federform her würde ich auch sagen, es geht eher so in Richtung Jovo-Feder, auch so was den Tintenleiter betrifft. Ja, also quasi das Gleiche, was ich auch bei Waldmann vorfinde. Ja, also von der Qualität her identisch. Das Griffstück, das ist hier oben am Bodyende ein bisschen breiter als hier unten, geht so ein bisschen verjüngt nach unten. Und wir haben hier so eine Art Fingerstopp, der verhindert, dass wir ja, weiter hinunterrutschen mit schwitzigen Fingern, als wir das haben möchten. Ja. Finde ich, ist ganz gut. Auch von den Maßen her generell, finde ich, liegt der Füller sehr gut in der Hand. Und da mache ich jetzt mal den Zoom wieder heraus. Ja, und da finde ich, wie gesagt, der Füller macht in der Hand auch eine sehr schöne Figur. Ja. Liegt auch sehr ausgewogen in der Hand. Man merkt, dass das Gewicht nicht so stark, ja. Ich glaube, dass ein großer Teil des Gesamtgewichts des Füllers einfach von der Kappe herkommt, aber das zeige ich euch gleich auf der Waage. Und ja, das Gewinde hier, man merkt es, aber es stört nicht. Da ist nichts scharfkantig oder so. Das ist sehr, sehr gut verarbeitet. Die Kappe lässt sich hier hinten aufstecken. Ja, dadurch bekommt der Füller optisch gesehen nochmal ein ganz anderes Bild in der Hand. Verändert natürlich aber auch durch das Gewicht in der Kappe noch einmal so das Gleichgewicht. Macht es meiner Meinung nach im Vergleich ohne Kappe vielleicht ein bisschen angenehmer, ein bisschen stabiler. Also es fühlt sich mit Kappe ein bisschen ausgewogener an, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Kontrolle. Ja, also merke ich schon, ohne Kappe ist das Gewicht eher so nach vorne geneigt, ja, so gefühlt. Und mit der Kappe aufgesteckt, merke ich schon, da befindet sich dann das Gewicht eher so hier hinten. Ja, also nicht hier oben, sondern eher so hier hinten, was so ein bisschen mehr Balance sorgt. Ne? Gefällt mir sehr gut. Otto Hood hat in den meisten Fällen, bis auf den Design 08, glaube ich, den ich auch schon letztens vorgestellt habe, das sind Füller, die mit einem ja, Konverter kommen. Also sprich, man könnte auch, wenn man möchte, Patronen einsetzen. Ja, also normale Standardpatronen, ja, oder auch hier mit dem mitgelieferten Otto Hood Konverter.
Ja, wenn der mal kaputt geht oder verloren geht, verschmutzt ist oder was auch immer, könnte man auch welche nehmen von Online oder von Pelikan, von Diplomat, von Schmidt etc. pp. Also alles, was so diese Standardgrößen hier hat als Adapter hier vorne, würde passen. Ja, und ansonsten finde ich es gut, dass der Füller auch, gerade auch mit dieser, in dieser Preisklasse, ja wirklich kommt mit diesem Konverter. Dass man auch gleich loslegen kann, ne? Ja, so, und um euch mal so das zu so zeigen, was der so wiegt, mache ich mal die Waage hier an, Ön-Öff, und dann zeige ich mal hier, was wiegt der denn. Also ich habe das auch noch nicht gemacht, ja, das ist jetzt auch hier für mich so eine Art Premiere. 62,92, also so umgerechnet, also aufgerundet, fast 63 Gramm. Das ist schon viel. Ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht wenig. Davon die Kappe alleine. Da sind wir dann bei ja, 26,7. Und ja, der Body mit dem Griffstück und der Feder, ja, 36,2. Ja, so in der Gänze. Man merkt schon, wenn man den Füller in der Hand hat, ist ein Unterschied. Ne? Also man merkt, er wiegt was, das suggeriert Wertigkeit, hochwertig, ein hochwertiges Schreibgerät. Dazu noch dieses schöne Finish. Ich finde es einfach schön. Ja, so. Und wenn ich den Füller mal so in den Vergleich nehme mit anderen Füllern, die ich ja hier immer so habe. Wenn ich euch Füller zeige im Vergleich, im Größenvergleich, ja, wenn wir ein bisschen hier Staub wegmachen aus dem Pen-Tray, ja, so nennt man diese Dinger, ja. Und da würde ich sagen, ich fange mal an mit so einem Größenvergleich, ein bisschen so vielleicht mit meinen Holy Grails, ja, also mit meinen bis jetzigen Holy Grails, der Otto Hood Design 07, den habe ich gleich so in die Hall of Fame mit aufgenommen, meiner Holy Grail Pens, ja. Zusammen, ihr kennt sie ja mittlerweile alle schon tausendmal gezeigt. Der Pelikan M1000. Dann hier der Visconti Homo Sapiens, der in meiner Popularität in letzter Zeit ganz schön gestiegen ist, muss ich sagen. Dann hier der Pilot Justus oder Justus 95. Dann auch, was ich momentan sehr gerne verwende, ja, das ist so dieser ja, Diplomat Exzellenz A2, ja, mit Steckkappe, habe ich dem Freund abgekauft, wunderschönes Gerät, ja, benutze ich momentan auch ziemlich gerne, ja, und vielleicht noch hier, vorhin schon kurz gezeigt, den Waldmann Manager. Ja, den Grandeur, den kann ich im Moment nicht zeigen. Der ist gerade nicht da, den habe ich ausgeliehen. Ja, bei dem bekomme ich bald wieder. Und von daher, so das sind so Holy Grails. Ja, wäre jetzt mein Grandeur da, würde der jetzt auch hier liegen. Aber ist halt nicht da. Also von daher, naja. Okay, also das sind momentan so die Fülle, die ich liebe. Ja, und wenn ich die Holy Grails jetzt hier rausnehme. Und meine anderen Füller hier reinlege, die ich sonst so in den Füllergrößenvergleich setze, nämlich der Lamy Allstar, der Twisby Eco, Pelikan M200 und der Caveco AC Sport. Ja, kann man schon sehen, es ist ein Propperle, ne? Der Otto Hood Design 07, es ist ein Propperlein, aber dennoch handelbar, also es ist kein Monster, ja. Ich setze gerne noch einmal kurz den Waldmann Manager kurz dazu, um zu schauen, ne, der ist ein bisschen länger, ja, ist schon nicht mehr Standardgröße, so wie die anderen, wie die darunter liegenden drei Füller, aber passt schon. Ja, so, und die, ja, eigentlich, ja, ich kann es auch gerne auch sagen, die Nummer 6, Goldfeder, 18 Karat Goldfeder von Jovo, die Otto Hood hier verwendet. Im Vergleich mit der Lamy Allstar Feder. Der Jovo Feder von Twisby.
Ja, Nummer 5, also eine Nummer kleiner. Dann hier eine, also die Pelikan M200 Feder, auch eine recht kleine Feder. Und die kleinste hier im Bunde, also die vom Kaweco AC Sport. Ja, da sieht man auch gleich, wo dann auch die Reise hingeht. Also, Otto Hood, ne, bekannt als Luxus-Schreibwarenhersteller, haben aber auch natürlich Modelle, die auch schön sind, nicht ganz so glamourös oder luxuriös aussehen oder sind, ne? Aber es gibt dann ja auch die Möglichkeit, bei Otto Hood auch noch quasi dieselben Schreibgeräte mit Stahlfeder statt mit Gold ja, quasi zu erwerben. Und selbst diese Federn machen eine recht gute Figur, ja. So, und wenn ich jetzt zum Schreibbeispiel kommen möchte, möchte ich jetzt erst einmal gucken, dass ich die Kamera so ein bisschen sinnvoll positioniere. Ja, vielleicht einmal hier und dann habe ich hier wieder mein Laptop, mein Tablet hier an der Seite, dass ich ein bisschen so positionieren möchte oder muss, dass es auch Sinn ergibt. Ja, dass ihr alles sehen könnt, was ich möchte, dass ihr es seht. Und ja, ich glaube, damit kann ich leben. So, gut, dann fange ich mal an. Also, wir haben hier den Otto Hood Design 07. Ja, ich glaube, Otto Hood schreibt das Wort Design klein immer, ja, mit einer 18 Karat Goldfeder in der Stärke Medium. Ich meine mich erinnert zu haben, ich habe auch auf der Homepage von Otto Hood gesehen, dass es davon nur extra fein, fein und Medium Federn gibt. Ja, also man müsste vielleicht eventuell mal nachfragen, wenn man eine breite Feder haben möchte, ob die das auch re realisieren können. Aber angeboten werden eigentlich nur extra fein, fein und Medium. Ja, wovon also mit dem die meisten ja absolut kein Problem haben. Ja, so dann die Tinte, die ich jetzt hier nehme, das ist wie heißt es? Ich muss mal kurz spicken, weil ne, das hilft mir jetzt nicht. Egal. Also, die Tinte ist Teranishi HIK Kara oder auch Guitar Gold Star. Ja, japanische Marke, ja, man sieht es schon. Ist eine Tinte, die habe ich von der Anja Gebler Papier und Stift ja quasi zugeschickt bekommen. Gefällt mir sehr gut. Und die Farbe heißt ja. Gentle Green. Ja, so ein etwas gräuliches Grün gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Genau. So, also der Testsatz. Ja, also ich muss sagen, es ist eine Goldfeder, man spürt es auch. Diese Feder ist absolut hervorragend bearbeitet. Ich fühle ein minimales Feedback. Ich höre ein minimales Feedback und ein minimales Singen. Ja, also die Feder ist ganz leicht kommunikativ, sage ich jetzt mal, ja. Mich persönlich, mich stört das nicht. Ich finde es ja immer sehr schön. Haben irgendwie Goldfedern, also viele Goldfedern haben das so an sich irgendwie. Ne, dass sie so ein leichtes Singen an sich haben, die eine mehr, die andere weniger.
Es ist ja eine Goldfeder, das heißt, sie ist auch in gewissermaßen auch flexibel. Natürlich, man sollte das auch hier nicht übertreiben. Es ist keine richtige Flexfeder, von daher sollte man es auch jetzt nicht übertreiben. Aber als kleine Linienvarianz wäre in dem Schreibverhalten, dem natürlichen Schreibverhalten, kann man ruhig machen. Das ist nicht schlimm. Das sieht dann auch im gesamten Schriftbild auch ein bisschen schöner aus, als ja, wenn jetzt jede Stelle die gleiche Breite hat, ja. Abgesehen davon lässt sich so ein bisschen mehr ja, Schattierverhalten aus der Tinte herauskitzeln und das finde ich ganz gut. Ja, die Feder ist, also das Korn jedenfalls, ist so gut verarbeitet, dass ich hier, egal in welche Richtung ich hier gehe, ich im Wesentlichen keinen großen Unterschied zueinander zu den Strichrichtungen merke. Also das ist für mich ein großes Qualitätskriterium. Also das bedeutet für mich, die haben da so lange an der Feder herumgeschrieben und ausprobiert und nachgeschliffen, bis das wirklich so von der Qualität her ja fast auf einem Level ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir unheimlich gut, ja. Was den Tintenfluss angeht, ja, ist in dem Fall jetzt nicht übermäßig. Es ist, würde ich sagen, so ein gutes Mittelfeld, um angenehm schreiben zu können. Natürlich liegt auch irgendwie in gewisser Weise auch an der Tinte selber. Aber ich finde, wenn ein Füller gut schreibt, so schreibt, dass genug Tinte rauskommt, dass man auch ein gewisses Shading aus der Tinte heraussehen kann, finde ich es immer sehr vorteilhaft, ja. Ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass ich jetzt eine halbe Stunde warten muss, bis die Tinte getrocknet ist, ja. Ansonsten aber ist ja auch wichtig, dass gerade bei einem so teuren Füller auch mit man auch schnell schreiben kann für eventuelle Unterschriften oder so, ohne jetzt irgendwie befürchten zu müssen, dass der Tintenleiter nachgibt. Und da sehe ich hier absolut überhaupt kein Problem, ja. Und von daher kann ich sagen, es ist, wie ich finde, ein ziemlich geiler Füller, ein wunderschöner Füller. Ja, ich freue mich, dass ich mich entschieden habe, ihn mir auch für mich selber nochmal zu bestellen. Nichtsdestotrotz, der liebe Clemens hat mir diese Wartezeit ein bisschen versüßt, indem er mir sein Exemplar schon mal vorgeschickt hat, um ihn ausprobieren zu können. Es ist einfach ein schöner Füller, kann man gar nicht anders sagen. Ein Füller, der in mein Beuteschema passt, ja, optisch vor allem auch, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt manche Leute, die finden, bei einem Füller, der so viel kostet, ja, sollte ein Kolbenmechanismus schon eingebaut sein. In gewisser Weise kann ich das nachvollziehen. Aber ich muss aber auch sagen, so ein Kolbenmechanismus, der hat Vorteile. Ja, das bedeutet, mehr Tinte im Body ist drinne, ja. Auf der anderen Seite, wenn es um die Reinigung geht, ist das alles ein bisschen schwieriger, ja. Und wenn es jetzt nicht unbedingt der Pelikan M1000 ist, der einfach und wirklich schnell zu reinigen ist, wie ich finde, finde ich einen Füller mit Konverter gar nicht mal so falsch, weil das macht für mich in Einzelteile zerlegt die Reinigung einfacher, gründlicher und vor allem auch schneller. Ja, abgesehen davon, wenn ich mir mit irgendeiner ja, pigmentierten Tinte den Konverter verhunze, ist es nicht weiter schlimm. Ich kann ihn austauschen dann durch einen neuen Otto-Hut-Konverter oder durch irgendeinen anderen Konverter mit dieser Standard ja, Öffnung hier vorne. Würde umso besser passen. Genau. Ja, und bei solchen Schreibgeräten, luxuriösen Schreibgeräten vor allem, merkt man auch, das ist kein Füller für so Sachen wie die Einkaufsliste schreiben oder so, sondern eher für wichtige Dokumente, für wichtige Briefe, die einem ans Herz, die am Herz liegen, die man schreibt für Menschen, die einem am Herz liegen. Und selbst wenn man damit nicht schreibt, ihn einfach nur anzuschauen und in der Hand zu halten, das ist auch ein schönes Gefühl, weil er fühlt sich auch sehr gut an. Ja. Und von daher, auch wenn er aus Messing ist, finde ich, macht den Füller von der Qualität her überhaupt keinen Abbruch. Ich finde es nicht nachteilig. Ich meine, aus Sterling Silber ist der Füller sogar nochmal 100 € teurer. Ja.
Ein sehr, sehr schönes Gerät, muss ich sagen. Ja, okay, Freunde, dann höre ich mal jetzt auf mit der Schwärmerei. Lieber Clemens, ich bedanke mich bei dir recht herzlich dafür, dass du mir diesen wunderschönen Füller zur Verfügung gestellt hast. Ja, damit ich ihn ausprobieren kann und für euch reviewen kann. Und ja, ich freue mich auf mein eigenes Exemplar. Und damit bedanke ich mich bei all meinen Zuschauern für heute, für das Zuschauen, fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten bitte auch liken, kommentieren und abonnieren. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.